Das ist Walter. Walter ist Zahnarzt, hat eine eigene Praxis und bald auch eine eigene Website. Sein Freund rät ihm dabei, die Impressumspflicht nicht zu vergessen. Was genau ein Impressum eigentlich ist, weiß Walter aber nicht. Sein Anwalt Andi spricht da lieber von Anbieterkennzeichnung. Dabei ist Pflicht die Angaben zur Person, die Anschrift und seine Kontaktadresse. Zusätzlich bei Walter die Ärztekammer, die gesetzliche Berufsbezeichnung und der Staat, in dem Walters Approbation erteilt wurde. Und geschafft. Ach, Flyer wären doch auch noch super. Für gutes Geld erwirbt er ein schickes Hochglanzprodukt. Alles super. Kurz darauf hat Walter Post. Eine Abmahnung, da auch die Flyer eine Anbieterkennzeichnung hätten enthalten sollen. Und eine Abmahnung für ein fehlerhaftes Impressum seiner Website. Denn was auch Andi Anwalt offenbar nicht berücksichtigt hatte, Impressum schön und gut, aber die Datenschutzerklärung fehlt.